Meister von Passau, Roger Lewenz und Sigmar Gabriel. Über die Ergebnisse informiert Sie Herr Gabriel zuerst. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute eine Parteivorstandssitzung mit einer ganzen Reihe von Gästen. Einerseits den Oberbürgermeister von Passau, Herrn Dupper, dann eine ganze Reihe von Innenministern der SPD der Länder, an der Spitze Roger Lewenz, aber auch Ralf Jäger war da, Boris Pistorius und Michael Neumann. Und wir hatten den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, zu Gast, weil wir uns mit dem Gesamtkomplex Einreise, Flüchtlinge, Entwicklungen in Deutschland auseinandergesetzt haben. Allerheiligen ist ja vorbei und vielleicht ist das ja ein gutes Datum, um zur Sacharbeit zurückzukehren. Denn in den letzten Tagen und Wochen hatte man ja den Eindruck, dass es im Wesentlichen um eine schweren Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU gegangen ist. Ich glaube, dass vieles davon Auseinandersetzungen waren über mehr oder minder ideologische Positionierungen. Manches von dem, was jetzt in der Sache als großer Konflikt dasteht, beschäftigt sich eher mit Nebensächlichkeiten der Probleme, die wir in Deutschland zu bewältigen haben. Und deswegen haben wir heute sehr intensiv über das gesprochen, was aus unserer Sicht notwendig ist. Wir wollen als Sozialdemokraten daran mitwirken, dass wir in Deutschland eine bessere Kontrolle, eine bessere Steuerung und wieder Ordnung in die Zuwanderung bekommen. Man muss zugeben, dass vieles davon derzeit ungesteuert und ungeordnet passiert. Wir wollen vor allen Dingen die Verfahren beschleunigen. Wir sind außerordentlich unzufrieden darüber, dass das eigentliche Kernproblem, nämlich die Verfahrensbeschleunigung bei Asylantragstellern im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, jetzt ja unter der Zuständigkeit nach wie vor des Bundesinnenministers, aber der Gesamtkoordination von Herrn Altmaier nicht besser wird, sondern wir Anträge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Bearbeitung von Asylanträgen im Mai des kommenden Jahres abgeben, aber gleichzeitig Debatten geführt werden über 2,4% der Zuwanderer, nämlich diejenigen aus dem Westbalkan, die angeblich mit Transitzonen besser herausgefischt werden können. Die zentralen Aufgaben, schnellere Verfahren, mehr Personal, schnellere Abschiebung, Sprachausbildung, Weiterbildung, Wohnungsbau. Davon wird ein ganz großer Teil nicht in Angriff genommen durch die zuständigen Aufgabenträger, gerade des Bundes. Und es kann nicht sein, dass wir die wirklichen Dinge nicht voranbringen, die wichtig sind, und gleichzeitig dann jedes Mal über Nebenkriegsschauplätze den Eindruck erwecken, als ginge es bei diesen Nebenkriegsschauplätzen um große Themen in der Republik, wo sich die Koalition nicht einigen kann. Wir haben einen Vorschlag gemacht, Einreisezentren zur Registrierung und Weiterverteilung zu bilden, der aufsetzt auf den bestehenden Strukturen. Wir brauchen keine neuen Einrichtungen, sondern wir müssen das machen, was wir verabredet haben. Zum Beispiel, dass der Bund 40.000 Plätze für Erstaufnahmeeinrichtungen zur Verfügung stellt, 2 große Wartezonen aufbauen will, 5 Drehkreuze. Davon ist fast nichts in Gang gekommen. Dort soll die Registrierung stattfinden. Wir wollen denjenigen, die dort nicht hingehen, sagen, wenn ihr euch nicht registrieren lasst, dann werdet ihr keinen Anspruch haben auf Sozialleistungen und ihr verliert, wenn ihr nicht aufpasst, sogar das Recht, in Deutschland ein Asylverfahren zu bekommen. Das heißt, wir wollen Druck dafür ausüben, dass wir eine Registrierung aller Menschen, die nach Deutschland kommen, erreichen, um dann auch von dort aus die Verteilung zu organisieren. Das heißt, in die Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir haben bereits vor Monaten beschlossen, dass in der Erstaufnahmeeinrichtung, in einigen jedenfalls davon, besondere Bereiche sein sollen, in denen diejenigen untergebracht werden, die keine gute Bleibeperspektive haben, die wir von dort abschieben wollen. Wir haben die Möglichkeit, in der Erstaufnahme zu verbleiben, deshalb übrigens auf 6 Monate verlängert, damit das Verfahren zum Beispiel für Westbalkanflüchtlinge dort zu Ende geführt werden kann. Nichts davon ist bislang umgesetzt und wir drängen darauf, das wird auch Donnerstag unser Thema sein, dass wir das umsetzen und von dort aus dann eine bessere Registrierung, Steuerung und auch eine schnellere Abschiebung derjenigen hinbekommen, die nicht in Deutschland bleiben können. Die Debatte um sogenannte Transitzonen sind aus unserer Sicht eine totale Scheindiskussion.
Herr Seehofer bestreitet, dass es sich dabei um Haft handelt. Ich kann ihm nur empfehlen, den Gesetzentwurf des Bundesinnenministers mal zu lesen. Dort steht drin, dass jeder Flüchtling in eine Transitzone verbracht werden soll, um dort diejenigen rauszusammeln, die eine schlechte Bleibeperspektive haben, sprich Westbalkan, und dass dafür die Überstellung in eine Transitzone ein Haftgrund ist. Anders geht es auch nicht. Sonst würde nämlich niemand freiwillig in der Transitzone bleiben. Deswegen hat der Bundesinnenminister einen Gesetzesentwurf gemacht, in dem Transitzonen Haftgründe sind. Nun kann man sich ungefähr vorstellen, was los ist, wenn wir am Tag 10.000 Flüchtlinge bekommen und die in eine sozusagen Haftzone bringen. Selbst die Union rechnet mit einem Verfahren von 3 Wochen. Sie können sich mal ausrechnen, jedenfalls für diejenigen, die man dort rausfischt. Selbst das wären noch einige Tausend in Deutschland. Wenn wir das zum Beispiel, dazu wird Herr Dubak sicherlich gleich was sagen, in Passau an der Grenze machen würden, was da los ist. Deswegen gibt es inzwischen den Vorschlag der Union, dass das über das Land hinweg passieren soll, dass wir 10, 20 solcher Transitzonen einrichten. Sie müssen wissen, dass die Rechtsgrundlage das sogenannte Landgrenzenverfahren der Europäischen Union ist, das eigentlich für die Außengrenzen der Europäischen Union gemacht war. Schon die Durchführung eines Landgrenzenverfahrens an innereuropäischen Grenzen ist nicht ganz einfach zu rechtfertigen. Und das hat uns die Europäische Union ermöglicht, in dem Zeitraum, in dem wir im Rahmen des Schengen-Abkommens befristet Grenzkontrollen durchführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Union Landgrenzenverfahren in Deutschland ermöglicht, also sozusagen innerhalb des Landes und nicht an der Grenze, halten wir für eher unwahrscheinlich. Sie sind auch unnötig. Wir reden derzeit über 2,4% der ankommenden Flüchtlinge. Wir machen eine Diskussion in Deutschland über 2,4%, wogegen 97,6% der Flüchtlinge, die die eigentliche Herausforderung darstellen, sozusagen nicht bearbeitet werden. Wir müssten dort schnellere Verfahren haben, das habe ich eben schon gesagt. Wir brauchen eine nachhaltige Infrastruktur für die Integration. Wir müssen über Bildung, Sprache, Arbeit reden, über Wohnungsbau, aber nicht über 2,4% der Flüchtlinge, die wir dort rausfischen können. 40 bis 50% der Flüchtlinge werden in Deutschland derzeit gar nicht registriert. Ich weiß nicht, was es für einen Sinn machen soll, Transitzonen in Deutschland einzurichten für 2,4% der Flüchtlinge, wenn wir nicht mal einen Überblick haben über 40 bis 50% der Flüchtlinge. Deshalb halten wir unseren Vorschlag deutlich für deutlich besser. Er hilft uns zu steuern, er hilft uns zu ordnen. Wir wissen dann wenigstens, wer im Land ist. Und wir werden auch diejenigen schneller aus Deutschland herausbringen können, die keine Bleibeperspektive haben. Statt über 2,4% der Ankommenden zu reden, sollten wir, wenn wir über Westbalkan reden, über die 100, 200, 300.000 Menschen reden, die bereits in Deutschland sind, die in der Vergangenheit gekommen sind und hier keine Bleibeperspektive haben. Wir müssen Verabredungen treffen darüber, wie wir sie schneller zur Rückkehr bewegen, wie wir deren Verfahren beschleunigen. Die sitzen zurzeit 1,5 Jahre in Erstaufnahmeeinrichtungen oder irgendwo im Land. Das ist unser eigentliches Problem und nicht 2,4% der Neuzugänge, die wir über ein angebliches Transitverfahren dann mit einem riesigen Aufwand wieder versuchen wollen, aus dem Land zu bringen. Worum es hier eigentlich geht, ist, dass die Union einen sozusagen Nebenkriegsschauplatz eröffnet hat, um auf die Sozialdemokratie zu zeigen und ihre eigene Zerstrittenheit zu verschweigen. Gestern ist ein interessanter Vorgang gewesen. Am Samstagabend hat sich CDU und CSU getroffen. Dann hatten wir vereinbart, dass es ein Gespräch der drei Parteivorsitzenden gibt zwischen 9 und 11 Uhr. Danach gab es, wie ich höre, noch mal eine stundenlange Sitzung von CDU und CSU. Herausgekommen ist ein, glaube ich, 8-seitiges Papier, das dem Text nach eine Sprache beinhaltet, bei der Horst Seehofer gewonnen hat. Aber interessant ist, was nicht drin steht. Daran zeigt sich nämlich, dass Frau Merkel sich durchgesetzt hat. Der Text ist der Erfolg von Seehofer, weil es eine kräftige Sprache zur sozusagen Begrenzung von Flüchtlingszuwachs hat. Aber was eben nicht drin steht, ist die zentrale Auseinandersetzung zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer, Obergrenzen einzuführen, Grenzen zuzumachen, Dublin III wieder in Kraft zu setzen. Das ist das eigentliche Ziel von Horst Seehofer.
Damit ist er gescheitert und das ist auch gut so, weil es keine Möglichkeit gibt, um Deutschland oder Europa herum eine Zugbrücke hochzuziehen, sondern es ist nötig, in der internationalen und europäischen Politik zu gemeinsamen Verabredungen zu kommen. Dort hat Frau Merkel absolut recht. Deswegen ist es gut, dass sie sich gegen Horst Seehofer durchgesetzt hat. Wir halten es nur nicht für ein besonders, sagen wir mal, kluges Verfahren, das dadurch zu verschleiern, dass man Nebenkriegsschauplätze hochzont, ein in der Praxis unsinniges, vermutlich rechtswidriges und auch noch unnötiges Verfahren wie die Transitzonen hochstilisiert, daraus einen Koalitionskonflikt organisiert, nur um zu verdecken, dass sich CDU und CSU in der Kernfrage nicht einig sind. Jedenfalls glauben wir, dass man so der Probleme nicht wirklich Herr wird. Im Kern müssen wir endlich das tun, was wir im September verabredet haben, was wir zum Teil schon im Juni verabredet haben, die Verfahren beschleunigen, schneller abschieben, schneller die Leute aus den Erstunterkünften rauskriegen, schneller Wohnungsbau in Gang setzen, Sprachförderung, Bildung, Kindertagesstätten. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und keine Scheindebatten über 2,4% der Zuwanderung zu führen. Das ist wirklich ein abenteuerlicher Vorgang. Vielen Dank, Herr Gabriel. Herr Dupper, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jürgen Dupper. Ich bin Oberbürgermeister von Passau und hatte heute die Gelegenheit, dem Parteivorstand die Situation in unserer Drei-Flüsse-Stadt aus erster Hand zu schildern, wofür ich sehr dankbar bin. Unsere Stadt hat sich seit Einführung der Grenzkontrollen zu dem Drehkreuz für die Flüchtlinge entwickelt, die nach Deutschland kommen. Wir haben 50.000 Einwohner und allwöchentlich kommen zwischen 25.000 und 35.000 Flüchtende über das Drehkreuz Passau. Sie sehen eine sehr sportliche Relation. Wir können die Situation derzeit sehr gut meistern aufgrund der perfekten Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, mit Hunderten von freiwilligen Helfern und natürlich auch aufgrund des krisenerprobten Managements der Stadt Passau. Gleichwohl stellt es uns vor große Herausforderungen. Und uns ist natürlich sehr daran gelegen, dass neben den ganz großen Themen in dieser Situation auch über ganz praktische Dinge gesprochen wird. Sigmar Gabriel hat es bereits erwähnt, Erhöhung der Transportkapazitäten, Erhöhung der Kapazitäten in den bundeseigenen Warteräumen und natürlich eine gute Verteilung auch über Europa. Wir bekommen in Passau immer dann anstrengende Zeiten, wenn die Weiterverteilung nicht funktioniert. Ansonsten, und Sie können sich gerne vor Ort auch überzeugen bei uns, ist die Situation so, dass sie angespannt ist, aber natürlich nicht unhaltbar. Wir erwarten uns für die Zukunft hier deutliche Verbesserungen, auch und gerade was denn die Transportkapazitäten anbelangt. Wir sind sehr, sehr skeptisch, nein, nicht skeptisch, sondern ablehnend, was Transitzonen anbelangt. Wenn wir dieses Flughafenverfahren, das derzeit in eher kommoden Stückzahlen an den Flughäfen, 600 in ganz Deutschland, sich darstellt, auf die Landgrenzen, zum Beispiel bei uns in Passau überträgt, dann kann ich mir einfach keinen Weg vorstellen, wie das funktionieren soll. Allein am Bahnhof Passau haben wir Wochen mit mehr als 20.000 Flüchtenden. Und selbst wenn man hier sehr, sehr großzügig die Daumenpeilung ansetzt in Bezug auf, wer darf denn bleiben, wer hat denn keine Bleibeperspektive, kann ich mir kein Verfahren vorstellen, auch keine Personalstärke, die uns hier dann nicht hinterher unhaltbare Zustände beschert, die wir derzeit nicht haben. Deswegen derzeit ein klares Nein von unserer Seite aus der regionalen Sicht Passaus zu Transitzonen. Einreisezentren erscheinen uns ein Weg zu sein, um die akute Situation, die wir haben, besser in den Griff zu bekommen. Und noch ein Wort vielleicht für die mittlere Perspektive. Was wir zurzeit zu tun haben, ist akute Krisenbewältigung. Das können wir ein bisschen und das funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen passen. Der weitaus spannendere Teil wird ja die Phase 2 sein, wenn es darum geht, die vielen, vielen Menschen, die auf Dauer oder auf Zeit hier bei uns bleiben, zu integrieren. Hier setzen auch die Fragen der Menschen bei uns in Passau an. Verkraftet der Arbeitsmarkt, der Wohnungsmarkt, verkraftet unser Bildungssystem all dies? Und darauf müssen wir die Antworten finden. Und es wäre uns sehr recht, wenn diese Antworten besser wären als auf die Phase 1, nämlich die akute Situation. Herr Lewens, bitte. Ja, ich möchte mich zunächst einmal als EMK-Vorsitzender ganz herzlich bei Jürgen Dupper und bei den Frauen und Männern in Passau bedanken. Was dort geleistet wird, ist ganz enorm. Und wenn ich bayerischer Innenminister wäre, würde ich wahrscheinlich einen Großteil meiner Dienstzeit in Passau und in den dortigen Einrichtungen verbringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Wir haben in Rheinland-Pfalz die Zahl der Erstaufnahmeeinrichtungen und die Zahl der Erstaufnahmeplätze gesteigert von ungefähr 2.000 zu Beginn des Jahres, jetzt in Richtung 13.000. Wir werden die 15.000 erreichen. Wir werden da auch weiter marschieren. Das ist die Aufgabe eines Landes, das ist die Aufgabe aller Bundesländer. Und wir haben seit dem Sommer wie festgenagelt die Situation, dass wir für jetzt im Augenblick schon 40.000 Flüchtlinge im Land, 22 Entscheider beim Bundesamt haben. Das ist eine Zahl, die wir heftig kritisiert haben, alle Innenminister über die Parteigrenzen hinweg. Das Bundesamt muss hier nachlegen, muss hier deutlich schneller werden. Der alte Präsident des Bundesamtes hat uns gesagt, er schafft in diesem Jahr, wenn alles gut geht, 250.000 Bearbeitungen. Wir werden aber auf 1 Million Flüchtlinge gehen. Sie kennen diese Situation. Dort müssen wir deutlich besser werden. Wir, die Länder, haben Personal deutlich aufgestockt, unter anderem auch mit Unterstützung der Bundeswehr. Herr Vizekanzler, vielen Dank, was Registrierung und andere Fragen betrifft. Aber die Zahlen sind gewaltig, die dort noch aufzuarbeiten sind. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte 3 Punkte ansprechen. Politisch motivierte Kriminalität rechts. Wir haben eine enorme Entwicklung. Im Jahr 2013 gab es 58 Fälle, im Jahr 2014 176 und in diesem Jahr bisher 637 Straftaten, davon allein 303 im dritten Quartal. Also da ist eine enorme Entwicklung. Das ist ein starkes Augenmerk der Polizeien in Deutschland, selbstverständlich. Wir beobachten eine neue Bewegung, eine Partei, die sich der Dritte Weg nennt, die wir sehr genau im Blick haben. Wir haben die Pegida-Bewegung, Pegida und Pegida-ähnlichen Bewegungen natürlich im Blick. Und die Partei, die uns dauernd herausfordert, ist die NPD. Und ich will noch mal sagen, es war richtig, das NPD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. Was uns auch sehr stark beschäftigt, ist die Frage, wir wissen es aus Papieren, die uns zur Kenntnis gelangt sind, dass die salafistische Bewegung in Deutschland, die auch annähernd 10.000 Mitglieder hat, versucht, Anbindung an junge Flüchtlinge zu gewinnen, junge Flüchtlinge für sich zu werben. Und da müssen wir sehr, sehr genau hinschauen. Und das ist auch im Reigen der Innenminister eines der ganz wichtigen Betätigungsfelder. Ich will einen Punkt ansprechen, will es nur deswegen nennen, weil man draußen oft den Eindruck hat, wir würden nichts anderes mehr machen, als das Thema Flüchtlinge zu bearbeiten, was die Bundespolizei und die Landespolizei sehr stark im Blick haben, ist auch das Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wir marschieren jetzt wieder die sogenannte dunkle Jahreszeit hinein. Und das ist ein Thema, das enorm wichtig ist. Und ich will das hier deswegen sagen, weil ich ausdrücklich noch einmal klar machen will, wir haben alle Politikfelder im Blick. Aber die Punkte, die ich genannt habe, Rechtsradikalismus, salafistische Bewegung, die Frage der Ausreise in syrische, irakische Terrorausbildungscamps, das treibt uns natürlich im Moment ganz ungemein um. Und ich will auch einen Punkt ansprechen und damit dann schließen. Wir wissen, und das gilt garantiert in Passau, das gilt überall, dass natürlich die Kraft derjenigen, die jetzt seit vielen Monaten im Einsatz sind, schon ziemlich ausgepowert ist. Bei den Ehrenamtlichen und bei den Hauptamtlichen. Wir haben im Katastrophenschutz Vorschriften, wo wir auch die Frage der Abgeltung gegenüber den Arbeitgebern klar geregelt haben. Das sind Positionen, die wir uns auch neu erarbeiten müssen für die Freiwilligen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind. Ich habe am Samstag mit dem Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes darüber gesprochen. Und wir sehen, die vielen Tausend, die beim DRK im Einsatz sind, brauchen auch dort Regelungen, die entsprechend sind. Ich will diese paar wenigen Punkte deswegen ansprechen, weil es mir wichtig ist, dass Sie sehen sollen, dass wir in der ganzen Breite diskutieren und eben nicht nur die Frage von Flüchtlingen. Und als Letztes, wir haben keine Auffälligkeiten, die bemerkenswert wären, was die Frage Kriminalität und Flüchtlinge betrifft. Wenn wir am Jahresende 1 Million Flüchtlinge in Deutschland haben, prophezei ich, dass wir eine deutlich geringere Kriminalität in diesem Zusammenhang haben werden, als zum Beispiel in einer deutschen 1 Million Einwohnerzählenden Großstadt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte zu diesem Themenkomplex zuerst. Thomas Walde, bitte, in der ersten Reihe. Dankeschön. Eine Frage an Herrn Gabriel. Sie sagten eben, dass Frau Merkel sich gegen Herrn Seehofer durchgesetzt habe und dass die Transitionverfahren nur einen ganz kleinen Teil der Flüchtlinge betreffen. Verstehe ich das richtig, dass eine Einigung mit der SPD im Grunde dadurch leichter geworden ist und dass Sie nicht bereit sind, an dieser Transitionfrage das Ganze scheitern zu lassen? Nein, das interpretieren Sie falsch. Ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie den Text des dass man für einen solchen Text, in dem viele Selbstverständlichkeiten stehen und dann wiederholt wird, was wir längst machen, dass man dafür 8-9 Stunden braucht, finde ich bereits, Verhandlungen zwischen CDU und CSU, finde ich bereits einen bemerkenswerten Vorgang.
Und wenn Sie den Text lesen, dann ist der sprachlich bis hin zu den Angriffen auf angebliche Multikulti-Illusionen. Das ist Horst Seehofer. Wenn Sie lesen, was nicht drin steht in dem Text, was nicht vereinbart wurde, das ist Angela Merkel. Und ich finde es gut, dass die Union sich nicht auf die Position Horst Seehofers geeinigt hat, Grenzen zu schließen und formelle Obergrenzen festzusetzen, weil niemand weiß, wie man das eigentlich machen will und wir niemals die Bilder aushalten würden, die dann an der deutsch-österreichischen Grenze entstehen würden. Die Transitzonen sind der Versuch, das zu überdecken, dass es diesen Kernkonflikt weiter gibt. Und wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, sozusagen einen praktisch unsinnigen, rechtlich fragwürdigen und wenig hilfreichen Vorschlag durchzusetzen, damit es in der Union etwas gibt, was Horst Seehofer aus den gemeinsamen Verhandlungen mit Angela Merkel als Trophäe mit nach München nehmen kann. Wir haben, glaube ich, einen deutlich besseren Vorschlag gemacht, der ja im Kern, wenn es wirklich darum geht, zu ordnen und zu steuern und zu registrieren, wesentlich einfacher ist und wesentlich klarer ist. Den werden wir sofort umsetzen, aber wir werden eine Haft, also sozusagen eine Latte von Haftanstalten in Deutschland, werden wir gewiss nicht mitmachen. Wir würden in Rheinland-Pfalz, in Trier und Ingelheim Gewehr bei Fuß stehen, um Einreisezentren einzurichten. Können wir direkt machen. Keine Einigung gibt, daran eine Einigung platzen zu lassen. Ich halte das Problem für 2,4% der Einreisenden für nichts, was so dramatisch wäre, dass man sich dort zwanghaft auf dumme Maßnahmen oder nicht dumme, aber unsinnige Maßnahmen verständigen sollte. Wenn es da keine Einigung gibt, dann gibt es halt keine Einigung. Das ändert an den Herausforderungen der Flüchtlingspolitik in Deutschland überhaupt nichts. Es ändert nichts an der Lage. Herr Dausend, bitte. Herr Gabriel, aber das Thema ist ja politisch hoch aufgeladen. Das muss ich Ihnen nicht groß erklären, wie die CDU dieses Thema behandelt hat. Das ist ja die Trophäe, die sie sozusagen vor sich halten möchte. Was bedeutet es denn politisch, wenn man sich am Donnerstag nicht einigt? Wie geht es dann da weiter? Ich bin sicher, wir werden uns am Donnerstag über eine Vielzahl von Maßnahmen verständigen und vielleicht über einige nicht. Und da wird man die Vielzahl von Maßnahmen, über die man sich verständigt, machen. Und die Dinge, über die man sich nicht verständigt, wird man nicht machen. Frau Müller, bitte. Und wenn wir in 4 Wochen uns genauso hier wieder treffen, werden Sie sehen. Regierung gibt es. Die Probleme sind nicht größer geworden, sondern werden nur kleiner, wenn wir die anderen Dinge machen. Es ist Symbolpolitik und die ist ziemlich unsinnig. Es ist nicht die Zeit für Symbolpolitik, sondern für wirkliche Politik. Herr Gabriel, Sie haben eben wörtlich gesagt, da ist fast nichts in Gang gekommen, was die alten Entscheidungen angeht, die eigentlich jetzt durchgesetzt werden müssen. Das betrifft ja jetzt nicht nur Unionsministerien. Sie haben das Thema Bauen angesprochen. Das ist ja nun auch ein SPD-Ministerium. Kommt da nichts in Gang, weil Sie das Gefühl haben, von der CSU, keine Ahnung, kommt so viel Widerstand, dass auch Sie als SPD sich auf Sachen konzentrieren müssen, die eigentlich nicht wichtig sind? Oder warum geht auch da nichts voran, wo Sie was verantworten? Weil die Haushaltsentscheidungen jetzt erst getroffen werden für den Wohnungsbau und auch für Frau Nahles. Sobald die Haushaltsentscheidungen getroffen sind, der Haushalt verabschiedet ist für 2016, wird das garantiert, was unsere Felder angeht, alles laufen. Und wir haben es in der Umsetzung, ich kann jetzt noch einmal für mein Bundesland sprechen, wir werden das dann direkt im Anschluss daran ebenfalls im Haushalt abbilden und wollen im nächsten Jahr schon 4.200 Wohnungen bauen. Die Verfahrensbeschleunigungen haben nichts mit dem Haushalt zu tun. Die Fragen, wie viele Entscheider da hinkommen, ob man sich... Ich meine, wenigstens mal ein IT-System für 8 unterschiedliche Registrierungsvorgänge. Wenn Sie sich anschauen, wie weit wir von so ganz kleinen handwerklichen Lösungen entfernt sind, dann staunt man, welche Debatte wir über 2,4% der Einreisenden führen. Wenn Sie einen Flüchtling haben, der in der Fast-ID, das sind ungefähr 25% derjenigen, die in der Grenzkontrolle auffallen oder die vielleicht auch ein paar mehr sind, wenn die in der Fast-ID bei der Polizei sind, dann werden die danach händisch eingegeben in das Gesamtsystem der Polizei. Als nächstes haben Sie eine Registrierung im EASY-System. Die vierte ist die Registrierung dann beim BAMF. Die fünfte bei der
Sozialverwaltung, die sechste irgendwann im Ausländerzentralregister. Nichts davon ist miteinander verbunden. Und angesichts solcher dringend notwendigen handwerklichen Maßnahmen, finde ich, wäre es ganz gut, wir würden die Sachen machen, die vereinbart sind und uns nicht über Symbole zwischen CDU und CSU streiten. Frau Rau, bitte. Herr Gabriel, Sie haben von Symbolthemen gesprochen und gesagt, wenn es am Donnerstag da keine Einigung gibt, dann gibt es eben keine Einigung. Verstehe ich Sie richtig, dass es dann aus Ihrer Sicht weder eine Entscheidung über Transitzonen noch über Einreisezonen geben wird? Und was ist das dann, womit Sie dann als Koalition am Donnerstag an die Öffentlichkeit gehen, Entschlossenheit und Koalitionsgemeinschaft zu demonstrieren? Was wollen Sie den Leuten am Donnerstag als Ergebnis Ihrer Gespräche präsentieren? Wir haben die Hoffnung, dass wir am Donnerstag die Union von der Sinnhaftigkeit der Registrierung über Einreisezentren überzeugen können und von der inhaltlichen Fragwürdigkeit, der rechtlichen Schwierigkeit bei den Transitzonen ebenfalls. Wir haben die Hoffnung, dass wir dort zueinander kommen. Immerhin ist die Union ja schon weg von einer großen Transitzone an der Grenze. Das war ja die erste Idee. Immerhin sagt sie, also wir wollen nicht jeden Flüchtling in Haft nehmen. Da ist sie ja schon mal weg vom Gesetzentwurf des Kollegen de Maizière. Das ist ja schon mal was. Und wenn wir am Donnerstag gucken, in einer sicher langen Sitzung, wie weit wir kommen. Aber es gibt daneben, auch wenn ich verstehe, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, das allheilig machende Instrument der Ordnung in Deutschland sei eine Transitzone, gibt es eine Vielzahl von Themen, wo ich sicher bin, dass wir uns einig werden und die man auch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Aber ich will mal auf den Kern des Problems kommen. Wir hatten eine wirklich, finde ich, großartige gemeinsame Linie gefunden mit Bund und Ländern im September in der gemeinsamen Konferenz der Regierungschefs des Bundes und der Länder. Danach hat der Kollege Seehofer eine Debatte in Deutschland geführt, die dazu beigetragen hat, den Eindruck zu entwecken, wir wären mit gar nichts einig. Wir würden uns nur rumstreiten. Ich kann das nicht rückgängig machen. Ich habe das für einen Riesenfehler gehalten, weil die Verunsicherung in der Bevölkerung groß genug ist. Wenn wir uns in der Regierung ständig streiten, wird sie nur größer. Ich habe das für einen gigantischen Fehler gehalten. Er hielt das für richtig. Was ich nicht machen kann, ist, etwas, was wir inhaltlich für falsch halten, nur deshalb mitzumachen, damit dieser Fehler von Herrn Seehofer korrigiert wird und der Eindruck erweckt, er hätte sich durchgesetzt, damit er danach ein bisschen Ruhe gibt. Das wird nicht gehen. Also ich bin nicht der Moderator zwischen CDU und CSU. Ich bin auch nicht, die SPD ist nicht dafür da, sozusagen nach Symbolthemen zu suchen, damit sich die Schwesterparteien wieder lieb haben. Sondern wir müssen Richtiges tun und nicht Symbolhaftes. Dafür haben wir jetzt ein paar Angebote gemacht, die ja die gleichen Ziele verfolgen wie die Idee von Transitzonen. Aber der Kern hinter der Idee der Transitzone, deswegen war es am Anfang auch als eine an der Grenze gedacht, ist, dass man dort das Dublin-Verfahren wieder in Kraft setzt, dass man die Grenze zumacht und damit Begrenzungen der Zuwanderung mit Obergrenzen definiert. Das ist die Kernidee von Herrn Seehofer gewesen, der dann der Bundesinnenminister durch einen Gesetzentwurf gefolgt ist, bei dem alle Flüchtlinge am Anfang, die kommen, entweder abgewiesen oder in Haft genommen werden, wo eine exterritoriale Zone entstehen muss. So steht es im Gesetz. Exterritorial übrigens deshalb, weil das Landgrenzenverfahren der Europäischen Union einen exterritorialen Bereich zwischen der Grenze der Europäischen Union und dem nicht-europäischen Ausland vorsieht. Jetzt soll das innerdeutsch gemacht werden. Jetzt hat Herr Seehofer gemerkt, das kriegt er selbst bei der CDU nicht durch. Dann ist er am Samstag mit der Idee gekommen, eine ganze Reihe von exterritorialen Zonen in Deutschland zu machen. Mitten in unserem Land sollen abgegrenzte, umzäunte, von der Polizei bewachte Einrichtungen entstehen, die man Transitzonen nennt und die per gesetzlicher Definition exterritorial sein müssen, weil man sonst die EU-Richtlinie darauf nicht anwenden kann. Ich erläutere das ein bisschen, um klarzumachen,
was für eine wahnwitzige Idee das ist. Und dass das natürlich am Ende vom Verfassungsgericht landen wird. Das heißt, wir streiten uns um ein Thema, bei dem 2,4% der Flüchtlinge betroffen sind. Wir machen daraus einen richtig schweren verfassungsrechtlichen Streit. In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, die Koalition sei heillos zerstritten. Und wir lassen dabei außer Acht, was wir alles schon Vernünftiges vereinbart haben und wo es jetzt um die Umsetzung und auch ein bisschen Learning by Doing geht, um die Dinge nachzubessern. Und das, finde ich, ist ein Vorgang bei allem Verständnis, dass man auch mal aufpassen muss, dass sich Partner nicht gegenseitig streiten und die ein bisschen sozusagen auch zusammenführen muss. Das ist ein bisschen eine zu große Zumutung für die SPD, dass wir dafür sorgen sollen, mit diesem Art Symbolpolitik dafür beizutragen, dass sich Frau Merkel und Herr Seehofer besser verstehen. Zu diesem Themengebiet liegen mir keine Fragen mehr vor. Dann bedanke ich mich bei Herrn Dupper und bedanke mich bei Herrn Lewens. Und wir wollen Sie, bitte bleiben Sie noch da, über eine Personalie informieren. Ja, meine Damen und Herren, zu uns aufs Podium kommt Dr. Katharina Barley. Sie haben entnehmen können der Berichterstattung heute, dass ich vorgeschlagen habe, dass nach dem Wechsel der Generalsekretärin der SPD Jasmin Fahimi ins Bundesarbeitsministerium dort die Nachfolge von Jörg Asmussen anzutreten als Staatssekretärin. Dr. Katharina Barley auf dem kommenden Bundesparteitag der SPD im Dezember zur neuen Generalsekretärin gewählt werden soll. Das Präsidium der SPD und der Parteivorstand der SPD ist heute einstimmig diesem Vorschlag gefolgt, was mich sehr gefreut hat. Vor allen Dingen aber freut mich, dass Frau Barley am Wochenende die Frage mit Ja beantwortet, ob sie es denn machen würde. Das war die Voraussetzung für die heutigen Entscheidungen. Es hat drei Gründe, warum meine Wahl auf Frau Barley gefallen ist. Das eine ist, sie hat, wie ich finde, eine ziemlich beeindruckende berufliche Karriere hinter sich. Ich gebe zu, Menschen, die diese berufliche Karriere machen, finden heute nicht allzu oft mehr den Weg in die Politik, was schade ist. Sie war Anwältin, Richterin und am Ende auch mal wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht. Sie hat in der Justizverwaltung Rheinland-Pfalz Erfahrung gesammelt und sie ist Bundestagsabgeordnete seit 2013 und dort sehr schnell Justiziarin der SPD-Bundestagsfraktion geworden. Ich finde, dass sie eine Sicht auch auf Politik mitbringt, die uns guttun wird und die vielleicht auch nicht so stark wie meine Sicht zum Beispiel geprägt ist, als jemand, der jetzt seit 25 Jahren beruflich in der Politik zu Hause ist, sondern als jemand kommt, der auch eine Außensicht mitbringt auf Politik, auf SPD, auf die Art und Weise, wie man Politik macht. Zum Zweiten weiß Carita Barley sehr genau, wie die Sozialdemokratie vor Ort aufgestellt ist. Sie hat eine Entwicklung in der SPD hinter sich, die mir außerordentlich sympathisch ist. Sie war nämlich Kommunalpolitikerin. Ich würde ja gerne in die Satzung der SPD schreiben, dass man erst dann Abgeordneter eines Parlaments werden darf, wenn man vorher mal im Gemeinderat gesessen hat. Ich gebe zu, die Mehrheitsfähigkeit dieses Vorschlags ist überschaubar. Deswegen habe ich ihn auch bisher noch nicht öffentlich gemacht. Aber ganz im Ernst gesprochen, ich glaube, dass kommunalpolitische Erfahrung ungeheuer wichtig ist, wenn man ein bisschen dichter dran ist an dem, was Menschen von Politik erwarten. Und vor allen Dingen ist sie natürlich eine überzeugende Sozialdemokratin. Sie hat, glaube ich, mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl, mit politischem Realismus, Verantwortungsbereitschaft, alle Eigenschaften, die man braucht, um das Amt der Generalsekretärin ausfüllen zu können. Gewählt wird vom 10. bis 12. Dezember auf dem Bundesparteitag der SPD. Bis dahin ist Jasmin Fahimi Generalsekretärin und erst danach wird Frau Barley Generalsekretärin. Ich sage das, damit Sie bitte Verständnis dafür haben, dass sozusagen Frau Barley jetzt auch nicht für jedes Interview in nächster Zeit gleich sagen wird, ich freue mich auf Sie, sondern dass wir auch ein bisschen aufpassen müssen, Form und Inhalt bis zum Parteitag zu wahren. Heute jedenfalls hat der Parteivorstand und das Präsidium Sie einstimmig nominiert. Freut mich sehr und das wird sicher eine spannende Zeit. Frau Barley, bitte. Ganz herzlichen Dank, lieber Sigmar Gabriel.
Ich freue mich auch, dass ich heute hier stehen kann. Ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, mich bei Ihnen jetzt vorzustellen, aber nach dem, was ich alles heute Morgen schon so über mich gelesen habe, habe ich jetzt eher den Eindruck, Sie kennen mich schon ganz gut. Berichterstattung hat auch den Vorteil, dass man dann schon rausgefunden hat, was die Kollegen so über einen denken. Also über meinen beruflichen Werdegang hat der Parteivorsitzende ja schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht noch so zu meiner Person, eher so zu meiner Persönlichkeitsstruktur, weil ich glaube, gerade in dem Amt der Generalsekretärin bringt man ja auch ganz viel von sich ein, seinen Stil ein. Ich bin vielleicht auch durch meine Ausbildung ein sehr sachlich denkender Mensch, auch sehr verlässlich, glaube ich, und mir ist fairer und offener Umgang immer sehr wichtig. Abteilung Attacke kann ich auch, aber eben dann, wenn es sachlich geboten ist und nicht als Grundprinzip. Ich glaube, dass ich damit auch gerade in diesen Zeiten die richtige Frau an der Stelle bin. Warum? Weil wir ja schon nicht nur inhaltlich in sehr schwierigen Zeiten leben, die Diskussion eben war ja ein Beweis dafür, sondern weil sich auch viel geändert hat in dem Bereich Politkommunikation. Die Leute sind nicht mehr so an Parteien wie an andere gewohnte Strukturen auch gebunden. Durch die sozialen Netzwerke gibt es eine andere Form von, ich sag mal, Wahrheitsfindung oder Auslegung von Wahrheiten. Es gab nie die eine Wahrheit, aber inzwischen ist es ja so, dass wir Wahrnehmungen haben, die sich als Wahrheiten verstehen, die so diametral auseinanderliegen, dass man da gar nicht mehr so richtig zusammenfindet. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, die Angst, die auch durch solche Diskussionen aufkommt, aufzunehmen, mit den Menschen in Kontakt zu treten, sehr überzeugend auch unsere, vor allen Dingen unsere sozialdemokratischen Werte darzustellen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich ganz gut kann. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Vertrauen, das Sigmar Gabriel in mich setzt, auch das Präsidium und der Parteivorstand. Ich nehme das auch sehr ernst, dass ich erst Generalsekretärin bin, wenn ich auch gewählt bin. Ich denke, das gebietet auch der Respekt vor dem Bundesparteitag, genauso viel wie vor der amtierenden Generalsekretärin, vor deren Arbeit ich auch hohen Respekt habe. Das wird für Sie vielleicht manchmal schwierig, für mich vielleicht auch. Aber ich denke, danach werden wir wahrscheinlich hoffentlich eine sehr gute Zusammenarbeit hinbekommen. Ich freue mich jedenfalls darauf. Dankeschön.